Schauspieler Götz Georg hätte am heutigen Montag seinen 80. Geburtstag gefeiert. Er kam 1938 als zweiter Sohn des Schauspieler-Ehepaares Bertha Drews, 1901 bis 1987, die Blechtrommel, und Heinrich Georg, 1893 bis 1946. Götz von Berlichingen, in Berlin zur Welt. Sein Kinodebüt gab Götz Georg in Wenn der weiße Flieder wieder blüht, 1953. Mit Filmen wie Ferien mit Piroschka, 1965, wurde er zum Frauenschwarm. Später verfestigte er seinen Platz in den Herzen der Zuschauer durch seine Rolle des kultigen Duisburger Kriminalkommissars Horst Schimanski innerhalb der Tatort-Reihe. Es folgten Charakterrollen und Komödien wie Stonk, 1992, sowie zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2003 ein Emmy für Mein Vater, 2002. Für Außenstehende überraschend starb der Filmstar am 19. Juni 2016 im Alter von 77 Jahren in Hamburg. Sein Vermächtnis. Was geblieben ist, sind natürlich seine Filmfilme. Abgesehen vom Kultkommissar sind Der Sandmann, 1995, Der Todmacher, 1995, Rossini, oder Die mörderische Frage, wer mit wem schlief, 1997, oder Nichts als die Wahrheit, 1999, unvergessen. Zuletzt war er in dem TV-Drama Böse Wetter, Das Geheimnis der Vergangenheit, 2016, zu sehen. Am 23. Juli wird auch zum ersten Mal der Götz-Georg-Preis der Götz-Georg-Stiftung in Berlin verliehen. Der dotierte Preis soll künftig regelmäßig und vornehmlich an ältere Schauspielerinnen oder Schauspieler vergeben werden und deren Lebenswerk würdigen. Im Vorstand der Stiftung sitzen unter anderem die Witwe des Schauspielers, Marika Ulrich, und seine Tochter Danja Georg, 51. Ein Vorbild für junge Schauspieler. Dagegen wurde der Götz-Georg-Nachwuchspreis für Schauspielabsolventen, der mit 10.000 Euro dotiert ist, bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der First Steps Awards 2017 zum ersten Mal verliehen. Diesen Preis kann eine junge Schauspielerin oder ein junger Schauspieler aus einem der im Wettbewerb eingereichten Spielfilme erhalten. Auch diese Auszeichnung stammt von der Götz-Georg-Stiftung. Starproduzent Nico Hofmann, 58, unsere Mütter, unsere Väter, sagte vor einem Jahr zu dem damals neuen Preis: Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie stark und engagiert Götz Georg in seinem ganzen schauspielerischen Wirken immer wieder junge Talente erkannt und persönlich gefördert hat. Dieser Teamgeist, den jüngeren Kollegen die eigene Erfahrung mit auf dem Weg zu geben, war für Götz Freude und Verpflichtung zugleich. Seine Ruhe hat sich auf alle übertragen. Und tatsächlich zehren Schauspielkolleginnen wie Henriette Confurius, 27, Tannbach, immer noch von der Zusammenarbeit. Vor 10 Jahren drehte sie mit Götz Georg, Der Novembermann. Was sie damals am meisten an dem Altstar beeindruckte, erklärte sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Spot-on-News einmal so: Ist noch, dass alles für mich total aufregend und aufwühlend war. Götz Georg hatte dagegen so eine angenehme Ruhe, Gelassenheit, Freude und Professionalität an sich. Außerdem hat er alles nicht so furchtbar ernst genommen. Seine Ruhe hat sich auf alle übertragen.